dazu zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke, einstimmig. Das ist auf sich bis raus. Bitte? Wenn man jetzt nicht oben wäre, kann niemand hier reinkommen, jetzt, wenn man es nicht aufhaltet, dann ist es vielleicht so. Ist Gott dabei, gerichtet zu werden. Gut, wir werden beim nächsten Tagesordnungspunkt 9, Volksschule mit Doch. Ich habe es in meinem Bericht des Bürgermeisters eh schon angekündigt, es soll am 17.05. wird der Tag der offenen Tür stattfinden. Dazu ist es notwendig, dass natürlich Getränke benötigt werden und dass es die anderen auch den Kosten anfallen werden. Und diese Kosten müssten wir jetzt im Gemeinderat beschließen. Gibt es da von einer Seite her Fragen dazu? Mit welchen Kosten wirst du rechnen? Das hängt davon ab, wie viele Leute das kommen. Das lasst sich einschätzen, bitte. Willst du mal auf, was du alles geplant hast? Es gibt nur Brötchen und Getränke, die es gibt an dem Abschluss der Rasse. Und von der Bauern noch Brötchen und was aus dem guten Jahr von der Bauern noch, was man noch dabei hat, Apfelsaft und dergleichen und Mineralwasser. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass auf jeden Fall ein paar hundert Leute sein werden. Ja, das, das wird dann um 10 soll es beginnen, dann werden Ansprachen sein, die Volksschule wieder Aufführung machen, dann der Pfarrer wird die Segnung vornehmen und im Anschluss daran wird es eine Führung durchs Haus geben, also wer mitgehen möchte und dann soll es halt in den verschiedensten Stockwerken an 3-4 Stationen soll es halt dann Leuten und Getränke geben und wieder dann leise haben. Die Zeit sein, weil die gesamte Bevölkerung eingeladen wird. Aber ich sage mal, ich gehe mal davon aus, dass sicher 300-400 Leute über das sein werden. Gut. Gibt es dazu von eurer Seite her Fragen? Ist das mit dem Elternverein abgesprochen, weil bei solchen öffentlichen Sachen verkaufen die meistens Brötchen? Wissen die Bescheid? Oder? Ja, der Herr Venus hat mich angerufen. Ja. Okay. Ich habe mit ihm gesprochen und gesagt, er hat mir gekauft, so gibt es auch kein Problem damit. Aber Sie haben gesagt, das wird zu viel sein für Sie noch. Gut. Dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, alle anfallenden Kosten für den Tag der offenen Tür am 17.05.2014 anlässlich der Generalsitzung der Volksschule in Loch, zu der die gesamte Bevölkerung eingeladen wird, zu beschließen. Frage dazu bitte, jetzt wo wir den Antrag gehört haben, können wir das alle Kosten auf kulinarische Kosten eingrenzen? Lebensmittel und Getränke. Wenn eine Aussendung in Hand macht, ja. Ja, dann kannst du das ja aufgeben. Ich weiß nicht, was man das da tut. Ist das ein Problem in diesem Bereich? Ist das wirklich ein Problem? Grundsätzlich nicht, es geht um die Formulierung. Du darfst sie eben einfach nicht einschätzen. Ja. Also es gibt da die Aussendung wird es geben. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch was anderes. Gereinigt muss es auch noch werden, ob es mit dem eigenen Personal jetzt der ist oder mit anderen Personal. Also wenn es gereinigt wird auf Überstunden dergleichen, dann fallen da oder dann schaue ich die Zeiten aus. Können wir noch ein paar Kostenausstellungen haben? Ja, sicher. Ja. Aber detailliert die Kostenausstellung überhaupt, weil das kommen dann die Gemeinde weiter dran und alles mögliche. Das machen wir ein bisschen. Ja, gibt's eine Kostenaufstellung. Ja. Außerdem sind ja sowieso alle Kosten im Rechnungsabschluss drinnen. Ich möchte Sie eins bedenken bei dem Ganzen. In all den Jahren habe ich rund eine 500.000 erwirtschaftet. Es geht ums Gesamtergebnis, was unterm Strich ausschaut dabei. Und das heißt, ich habe eine 500.000 Buchvoll dabei, Geld auszugeben. Das heißt also, ich verstehe einfach nicht ganz, wo euer Problem ist. Aber ich wollte dafür 20.000 Euro an alle aufnehmen für den Kreisverkehr, das würde ich einfach aus. Okay, das ist ja ein anderes Thema, aber es ist ja kaum. Das geht im außerordentlichen Haushalt und solche Vorhaben werden normal auf 15 Jahre abgeschrieben. Das ist ganz normal. Gut. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, alle anfallenden Kosten für den Tag der offenen Tür anlässlich der Generalsanierung der Volksschule, die Bochum, in der die gesamte Bevölkerung eingeladen wird, zu beschließen, einschließlich, dass der Gemeinderat auch dann auch eine Aufstellung erhalten soll, was natürlich ein großer Anfang ist. Ja?
Seid ihr damit einverstanden? Ich bitte um eine zeitliche Zustimmung. Okay. Kurz raus. So. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 10. Unser Diplompädagoge Wolfgang Scherz hat den Wunsch, das Tagesordnungspunkt als Antrag stellen. Bevor wir das beantworten, jetzt meine. Hat jetzt mit dem nichts zu tun. Und zwar, wir haben einen Punkt, ich sage es dir, wir haben einen Punkt absetzen, Punkt 3a, mit dem Sparerkreisel, wir haben das voll verhindert, dass wir den absetzen, wenn wir den nochmal vielleicht bereden können und das Tagesordnungspunkt aufnehmen können. Wir diskutieren jetzt. Ich glaube, das wird jetzt nächste Woche, so ist der Aufgangsvorschlag machen, und im Zuge dessen wird der Verbrauchaufnahme bereits abgesetzt. Nein, die geht nicht so. Okay. Gut. Das heißt, Wolfgang, du bist am Wort. Okay. Du hast einen Antrag geschrieben, du möchtest gern. Das ist der Gemeinderat oder Wappen oder so. Ja, ja, genau. Also nachdem du auch gleichzeitig jetzt derjenige bist, der dieses Ad. Nein, aber nur, ich stelle vor, einen Antrag, nachdem er ja selber dieses Ad auch erstellt und der Einzige ist, der darüber Auskunft geben kann, dass er bei der Beratung erinnern bleiben kann und auch bei der Abstimmung halt auch dann raus. Wenn Sie damit einverstanden sind, gibt mir Zeit der Zustimmung. Danke. So, bitte. Darf ich da sein? Darf ich bitten, dass du uns dein App vorstellst? Ja, ich habe gerade an alle Gemeinderäte ein SMS und ein paar E-Mail, dass es eine neue App gibt, der Dienbach heißt. Und wir haben gleichzeitig an die Gemeindeleute und Gemeinderäte Angebot geschickt, Gemeinde, also Pension, ich komme gleich auf den Betrag, glaube ich, 1.800 Euro exklusive Steuer beschließen könnte und 800 Euro exklusive Steuer an Entwicklungsbeitrag jährlich zur Verfügung stellen würde. Den App haben schon sehr viele angeschaut, da haben sie die momentan nur auf den Android-Handy, das heißt in den iPhone und da in den neueren Versionen. Wobei ich überzeugt bin, dass in ein, zwei Jahren, sage ich mal, alle die neue Version haben werden. Was da auch ist am App-Hub-Seiter, haben wir manchmal gesehen, dass aktuelle die Vorschau, die Rückblicke, die den Ärztedienst, Zimmerdienst, also Zimmergastro manchmal mit, Tourismus, Müll, ja, und die Arztöffnungszeit, die wird davon wichtig sein, notwendig ist. Da war halt auch inzwischen die Leiter, die haben die lang geschickt. Aber wie wär's für den Inhalt verantwortlich? Ja, für den Inhalt bin ich momentan, und das ist genau das Thema, ne? Ich habe mich jetzt da rechts unten, glaube ich, aufgeschrieben, das haben wir rausgefallen. Ganz unten bei App. Nein, beim App habe ich genau, also das ist da, ja. Da steht noch meine Wenigkeit oben jetzt da beim App, wo ich es vielleicht noch schnell durchsagen kann. Da ganz unten, da kann ich bei mir jetzt beim Richtigen nicht. Die meine Wenigkeit da, das steht von Gemeinde oben und von Gemeinde Wappen. Und um das geht es genau. Da ist sogar ein Sponsor, der dann dieses App, sag ich mal, mitsponsert. Das ist eine App, wie ich das weiß ja jeder. Wir haben, glaube ich, vor kurzem das Macht mit App beschlossen. Da bin ich noch mit 12.000 Euro, glaube ich, auf die Kasse sein, ob das jetzt ganz richtig ist. Soweit das in der Form nicht verspringen konnte. So, dass mein Name runterkommen könnte, ist alles kein Problem für mich. Ich habe einmal irgendwas machen müssen. Das könnte ein Gemeindewappen oben sein, das könnte ein Kompost oben sein. Ja? Und auf jeder Seite ein anderes Bild und ein anderes Foto, wie auch immer. Und um das geht. Sonst würde ich natürlich das App weiterführen als eigene Firma, wie mein Firmenlog und wie auch immer. Wenn man das App runterladen, muss man da nicht mehr online sein. Und dann wird es mal halbe Spende dann. Ja, das greift immer aufs Internet zu. Internetverbindung muss immer vorhanden sein, bei Internet. Das muss immer vorhanden sein. Ne? Aber es ist kostenlos, das habe ich auch noch gesagt. Es ist kostenlos für den Bürger. Ich habe da heute nachgeschaut, ich habe es erst seit einer zwei Tagen und wirklich so wichtig. Im Betrieb habe ich es kaum beworben, wenn überhaupt. Und die Gemeinde hat geschickt und ein paar andere. Und man hat gesehen, 50 plus. Ja. Ich denke, dass da ein paar hundert oder ein paar tausend Zugriffe sein werden in naher Zukunft. Kannst du Änderungen vornehmen? Sofort. Ich habe zum Beispiel dein Name, was du mir jetzt ansprichst, mir aufmerksam gemacht worden, da habe ich statt Bernhard Gehr abgeschrieben, tut mir leid. Das habe ich ja. Das ist was Geschichtes.
Was schreiben wir das? Ich habe das schon korrigiert. Das wollte ich nicht. Nein. Ist schon korrigiert. Ich habe die Lage der Tourismusausschusssitzung in meine private Handynummer gegeben, die auch meine Firmen-Handynummer ist, und die hast du dort hineingegeben. Das tut mir leid, das habe ich glaube, aber bei der Gemeinde auch, bei der GV-Mutter. Nein, auf der Gemeinde ist die nicht drauf. Und das zweite ist. Wenn du eine Korrektur und dann bitte ich schon bin sie mal offen, wie das ist. Ich habe vorher gefragt, wer verantwortlich ist. Und das ist also ganz schlimm. Gell? Ich meine, zum Glück haben sie erst gut 50 runterladen. Ich empfehle dir, dass du das sofort runternimmst. Das zweite ist die E-Mail-Adresse. Die Handynummer. Das zweite ist die E-Mail-Adresse. Die Firmen-E-Mail-Adresse steht euch zur Verfügung, weil ich da einfach leichter Zugriff kann, weil es okay ist in der Firma. Aber es ist keine öffentliche E-Mail-Adresse. Auf meine Homepage gibt es die gottgrüne.at. Ganz bewusst nicht meine Firmen-E-Mail-Adresse. Und das schleunigst Unternehmen. Kannst du mit der Chance in der Führung? Ich glaube, du solltest dir überlegen, was du rausgibst. Aber ist ja E-Mail-Adresse und Handynummer. Du bist verantwortlich und wenn die Gemeinde das übernimmt, ist wahrscheinlich die Gemeinde verantwortlich. Und deswegen einfach die Stunde da, die was auf dir geschaut hat, was von euch alles für Kurat ist. Das ist jeder, hat ein Handy mehr drauf. Das allermeiste habe ich von, weil ja. Ich habe selber mein Telefonverzeichnis vereint natürlich und habe das sehr wohl verglichen mit dem von der GV.at. Ich weiß es schon, was das ist. Vielleicht hast du eine andere Ebene, aber dann wird die App keine Arbeit mehr. Was oben ist, oder musst du schauen, dass das, was rausgeht, drauf gibt es richtig ist? Ich würde das mal grundsätzlich so sagen, dass das App ist genauso in der Öffentlichkeit wie meine eigene Homepage über Limbo, wie jeder seine Homepage betreibt. Das ist nichts was anderes. Es ist nur eine App-Form. Es gibt eine App-Form. Das ist der Vorteil, dass ich für der Schnitt kann, dass jeder schnell wie auch immer. Und die Inhalte sind gleich wie auf der Homepage. Nein, das ist nicht auch gesagt vorher. Auf der Homepage. Kann nicht sein, weil die App genau diese Daten die Homepage zugreifen. Auf die Lieb.com wenn wir jetzt. Das kann nicht sein. Was wir schon da auf die Lieb.com. Ja, genau. Das funktioniert jetzt noch. Es ist gekoppelt. Also die Daten sind alle irgendwo an Namen oder E-Mail-Adresse, das ist nicht eine Frage. Ne? Da schreibt man kurz ins SMS und dann sagt man das. Nein, ich sage mal gar nicht. Das ist sehr, sehr sensibel. Ich stehe es in die Öffentlichkeit, weiß ich nicht. Nein, es gibt sensible Daten, die ich nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle. Und ich glaube, das wird jeder von euch verstehen. Ich würde sagen, schauen wir, dass wir weiterkommen jetzt von der Informationsseite her. Gibt es jetzt zum App von Wolfgang noch Fragen an den Wolfgang? Stefan, Roman, gibt es noch eine Frage? Schauen Sie auf das App an. Ich finde es sehr gut, die Inhalte, außer das, was ich gesagt habe. Also es ist sehr informativ und man findet sich sehr schnell zurecht. Meine Frage ist, könnte man sowas nicht auf der GV.at machen? Kannst du bitte bei mir auch die private E-Mail-Adresse nehmen, nicht die Firmenadresse? Das ist halt die E-Mail-Adresse. Sonst kein Problem. Das heißt, das schauen wir einfach schauen. Dann tun wir das. Das ist Daten. Entschuldigung, du kannst nicht Daten nehmen, wenn du das nehmen darfst. Da wollen wir nicht einfach was schauen. Wo wollen die hernehmen? Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Jeder, der Stefan Jäger seine E-Mail-Adresse hernehmen kann. Das ist vielleicht gleich vorher fragen. Ja, das ist ja nicht möglich. So was auf der GV und der die Gemeinde ja, hat sie vielleicht die Adresse, wenn sie Aussichten oder Ressigkeiten. Die hast du gegeben. Da hast du mit eingeladen. Ja. Die hat das auch gemacht. Das ist eine gute Ausgabe, ne? Aber wichtige. Recht zum Wort. Ja gut, Stefan, gibt es von eurer Seite noch Fragen? Gibt es jetzt schon einen Antrag oder? Ja, der Wolfgang ist jetzt erwähnt. Jetzt geht es ja darum, dass wir das jetzt gut besprechen, weil er muss ja noch den Aussehen geben. Ich will den Antrag stellen. Oder ja, den Antrag stellen. Ich habe eine Frage.
Gut. Hat sonst noch jemand Fragen an den Wolfgang? Gut, Wolfgang, dann darf ich die Wissen da auch kurz aufgehen. Gut, den Antrag von Wolfgang kennt ihr, wie steht sie dazu? Wie steht ihr dazu? Ich habe die Frage reingestellt jetzt einmal. Was steht sie dazu? Nein, du musst umklaufen, wie was drinsteht. Ja. Naja, ich meine, so jetzt, ich habe es nicht gesehen, ich habe ein iPhone, ja, oder da. Von einem funktioniert es auch nicht. Von einer grundsätzlichen Idee her, ja, ich habe es gesagt, ich kann nicht sagen, wie es wirklich ausschaut, aber nur ein rechtliches Problem muss man schon wirklich aufpassen. Ja. Weil wer dann wirklich die Verantwortung übernimmt oder solche Sachen. Und wenn wir jetzt tatsächlich darüber abstimmen sollten, das zu fördern, dann muss die rechtliche Sicherheit aber gewahrt sein für die Gemeinde. Weil sonst kann man da in Teufelsküche. Also ich sage mal grundsätzlich, wir haben eine tolle Homepage-Seite und diese Homepage geht auf jedem Handy oben. Das heißt, das ist ja rechtmäßig, ist auch das Handy aufbereitet, dass man die Information hat. Ich sage mal, ja.